Lieben, heute soll es wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben und meine sitzt da halt einfach rum, keine Ahnung. Ja, es sind beides Bücher von Nalini Singh und wie ihr wisst, ich liebe, liebe, liebe diese Autorin und ja, wie mir diese Bücher gefallen haben, darum geht es jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und Milo bleibt einfach hier sitzen. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das dieses hier. Versprechen der Sehnsucht. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Dieses Buch ist eine Kurzgeschichtensammlung und es sind vier erotische Kurzgeschichten in diesem Buch enthalten. Und ich muss sagen, ich fand die vier Geschichten wirklich süß. Sie haben mich sehr, sehr gut unterhalten. Es sind kitschige, schmalzige, überzogene Liebesgeschichten, wie man es von Nalini Singh halt auch einfach kennt. Und ja, sie haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es geht hier zum einen in der ersten Geschichte, jetzt muss ich nochmal gucken, wie sie heißen. Die erste Geschichte hieß Secrets, was niemand weiß. Da geht es um ein Ehepaar, was kurz vor der Scheidung steht. Ich finde, man sieht in dieser Geschichte einfach richtig gut, was mit Menschen passiert, also mit Paaren passiert, wenn sie einfach nicht offen und ehrlich miteinander reden. Und ich glaube, jeder, der in einer langjährigen Beziehung schon mal gesteckt hat, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ja, wie gesagt, diese Geschichte wurde dann auch ab einem bestimmten Punkt einfach etwas zu kitschig und zu überzogen, aber ich lese sowas ja gerne. Also es hatte dann nicht mehr wirklich sehr, sehr viel mit Realismus zu tun. Ich denke, jeder kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, der schon mal eine langjährige Beziehung hatte. Und gerade deswegen hat mir die erste Geschichte sehr, sehr gut gefallen, weil das wirklich so eine Geschichte mitten aus dem Leben ist. In der zweiten Geschichte, die heißt Nächte der Liebe, Tage der Hoffnung, da fand ich den Ansatz der Geschichte ein bisschen merkwürdig und auch mitten in der Geschichte hatte ich immer so meine Schwierigkeiten, mit dieser ganzen Geschichte zurechtzukommen, denn in Nächte der Liebe, Tage der Hoffnung geht es um, wie hieß sie noch gleich, Jessica und Jessica verliert das Anwesen ihrer Eltern, denn sie kann es sich nicht mehr leisten, die Hypothek aufrecht zu erhalten. Hier kommt Gabriel ins Spiel und Gabriel bietet ihr halt an, ich rette das Anwesen deiner Eltern und kaufe es, dass es nicht irgendwer kauft und da irgendwelche Ferienwohnungen draufsetzt und dafür heiratest du mich. Und ja, Jessica lässt sich dann auf diesen Deal ein, weil sie Angst hat, dass sie halt die Farm ihrer Eltern verliert, weil das das Einzige ist, was sie noch von ihnen hat. Und ja, tut Gabriel dann heiraten. Und ich finde, diesen Ansatz der Geschichte ist schon sehr, okay, gut. Und ich muss sagen, dass ich dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden hier an manchen Stellen einfach nicht nachvollziehen konnte. Ich konnte sie manchmal nicht nachvollziehen, ich konnte ihn manchmal nicht verstehen und habe gedacht so, redet doch einfach mal miteinander. Und immer wenn sie bockig war, war er entspannt und wenn er mal bockig war, war sie entspannt und sie kamen nicht so wirklich auf einen grünen Nenner, bis dann zum Ende auf einmal plötzlich alles geklärt war. Und das dachte ich dann so, ha, es war eine gute Geschichte, die zweite, aber sie war jetzt nicht die beste. Also ich glaube, die zweite Geschichte war die, die mir von allen am wenigsten gefallen hat. Und ich würde sagen, die erste war die, die mir von allen am besten gefallen hat. Die dritte Geschichte, da geht es um einen Scheich und die Protagonistin hier hieß Jasmin. Und Jasmin hat diesen Scheich kennengelernt, als sie 18 Jahre alt war. Und ihre Familie hat ihr aber damals gesagt, ja, es ist ein Scheich und du bist nur ein einfaches Mädchen. Glaubst du wirklich, dass der dich für immer lieben könnte? Der würde dich doch sowieso irgendwann verlassen. Und ja, daraufhin hat sie dann den Scheich damals sitzen gelassen, was sie sehr, sehr bereut hat. Denn sie hat inzwischen herausgefunden, dass ihre Familie es nicht ehrlich mit ihr meint und warum ihre Familie das ihr damals alles zugeflüstert hat. Und ja, so geht sie zu ihrem Scheich Tariq. Heißt er, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Auf jeden Fall geht sie zu ihm und hofft auf eine zweite Chance und er denkt sich aber einfach nur, so, du hast mir das Herz gebrochen, jetzt kriege ich meine Rache. Und ja, auch hier die Geschichte, wie gesagt, war wirklich sehr, sehr süß erzählt und man merkt halt wirklich, wie sie halt versucht, wieder zu ihm durchzudringen und ihm zu erzählen und ihm klarzumachen, dass es ihr diesmal halt wirklich ernst ist und dass sie ihn nicht wieder verlassen wird. Und ja, auch die Geschichte war wirklich richtig, richtig süß, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade zum Ende hin fand ich die Geschichte ganz, ganz toll. Und ja, auch die war wirklich richtig süß, die Geschichte. Und die vierte Geschichte, da musste ich so lachen, als ich den Namen gelesen habe, die schöne Hira und ihr Verführer. Ich finde solche Titel irgendwie immer ganz gruselig. Ja, auf jeden Fall, bei die schöne Hira und ihr Verführer geht es halt um Hira. Und Hira kommt aus dem gleichen Land wie dieser Scheich, Tariq. Zulhai heißt dieses kleine Ländchen, was irgendwo da zwischen Abu Dhabi und sonst wo liegt. Und ja, und Hira hatte bisher nicht wirklich Erfahrung mit Männern machen können. Sie war einmal verliebt, aber gegen diese Liebe war ihre Familie, denn ihre Familie ist etwas
Gehobeneres, also etwas Adeliges quasi in dem Land. Und ja, deswegen hat ihr Vater dieser Verbindung nicht zugestimmt. Und ja, deswegen hat Hira da wirklich, wie gesagt, bisher nicht wirklich Erfahrungen sammeln können. Sie hat ein gebrochenes Herz. Und da taucht dann halt Mark auf. Und Mark verliebt sich sofort in sie, denn sie ist die schönste Frau, die er je gesehen hat. Und Hira weiß, dass sie schön ist, und das kotzt sie einfach nur an, denn niemand hat sich bisher die Mühe gemacht, mal so hinter die Fassade zu blicken und zu sehen, wer sie wirklich ist. Und der Vater von Hira gibt dann die Tochter an Mark als Geschäft quasi. Also sie soll dann schon ihre Zustimmung geben, dass sie diesen Typen auch heiraten möchte. Sie stimmt den Ganzen dann auch zu, weil sie sich denkt, ja, was Besseres kriege ich eh nicht, und er scheint ein netter Mann zu sein. Und wenn mein Vater halt das so machen möchte, dann machen wir das halt so. Und ja, sie fühlt sich dann halt in gewisser Weise natürlich verkauft. Und sie kann es halt Mark nicht so wirklich verzeihen, dass er nicht um sie geworben hat, sondern dass er einfach gesagt hat, okay, ja, komm, ich schließe das Geschäft ab und ich heirate dich. Denn es ist ziemlich offensichtlich, dass er halt Hira sehr, sehr attraktiv findet. Aber er hat sich halt auch nicht die Mühe gemacht, sie irgendwie mal vorher kennenzulernen. Und das bereut er inzwischen. Und er gibt sich dann wirklich die größte Mühe, um sie halt vom Gegenteil zu überzeugen. Und ja, ob es den beiden dann am Ende gelingt, da irgendwie eine Ehe drauf aufzubauen, auf diesem ganzen Mist, das ist es halt, worum es in der vierten Geschichte geht. Und wie gesagt, es sind vier knackige, kurze Geschichten. Jede Geschichte hat, glaube ich, so 135 Seiten. Also man kann die gut sich auch über die Tage mal aufteilen und lesen. Ich habe das immer so gemacht, ich habe immer eine Geschichte gelesen und dann habe ich ein bisschen gewartet, dann habe ich die zweite gelesen. Und ja, es waren vier super süße Kurzgeschichten. Wie gesagt, jede Geschichte spielt in einem anderen Land und an einem anderen Ort. Ich mochte das Setting bei allen Büchern. Ich fand die Umschreibungen und Beschreibungen wirklich richtig gut, die Nalini Singh hier gemacht hat. Ich konnte mir das auch alles sehr, sehr gut vorstellen. Und der Schreibstil, naja, was soll ich zu dem Schreibstil sagen? Das ist Nalini Singh. Nalini Singh schreibt einfach so, so toll. Zu den Charakteren kann ich auch nur sagen, dass mir die Charaktere, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen haben. Wie gesagt, bis auf der zweiten Geschichte, das war irgendwie sehr merkwürdig für mich. Also ich konnte das bei der zweiten Geschichte irgendwie alles nicht so 100% nachvollziehen. Das ging mir irgendwie alles zu schnell. Also bei der zweiten Geschichte hatte ich einfach das Gefühl, hier fehlen einfach 100 Seiten, um halt die Entwicklung der beiden auch besser nachvollziehen zu können. Ich kann im Großen und Ganzen nur sagen, dass Versprechen der Sehnsucht eine gute Sammlung aus Kurzgeschichten ist von der Autorin, und jeder Nalini Singh-Fan sollte sich das auf jeden Fall angucken, der gerne halt auch erotische Kurzgeschichten liest. Es ist natürlich klar, dass diese Bücher nicht komplett allumfassend sein können und dass die Geschichten natürlich hier und da ihre Kürzungen haben und man sich an manchen Stellen vielleicht auch einfach mal mehr wünscht, aber dafür sind es halt auch Kurzgeschichten, ne? Also es ist klar, dass bei einer Kurzgeschichte nicht so viel Entwicklung und alles drinstecken kann wie in einem 400-Seiten-Buch. Dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man das liest, dann hat man auch auf jeden Fall Spaß an den Geschichten. Und ja, ich mochte es sehr, und jeder, der gerne erotische Geschichten liest und der gerne auch mal Kurzgeschichten liest, sollte sich Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh auf jeden Fall mal angucken. Ich mochte es und kann es euch, was das betrifft, auch einfach nur empfehlen. Und was geht hier hinten? Die Sonne. Oh, krass, oder? Die Sonne scheint. Ist das übel. Krass, wie die Sonne scheint. Ja. Die Sonne scheint. Tada! Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich von Nalini Singh gelesen habe. Und zwar war das dieses hier, Engelsblut. Das ist der dritte Teil der Gilde der Jäger. Und meine Fresse, habe ich in diesem Buch gelitten. Ich muss sagen, der dritte Teil der Gilde der Jäger war echt Kaugummi für mich. Ich hatte ja, glaube ich, beim zweiten Teil schon gesagt, dass ich die Geschichte sehr, sehr mag, dass ich auch diese Engelswelt sehr, sehr mag, aber dass ich mit dieser Engelspolitik nicht so viel anfangen kann. Und es ist so, dass im dritten Teil sehr, sehr viel von dieser Politik auch wieder mit drin steckt, und das ist sehr, sehr trocken. Und ich hatte bei diesem Buch auch das Gefühl, dass die Geschichte einfach nicht so richtig in Fahrt kommt, und es hat wirklich bis zum Ende gedauert, bis zu den letzten 50 Seiten, ehe hier dann wirklich richtig die Action abging. Und das ging halt die ganze Zeit, baute sich diese Spannung auf und baute sich auf und baute sich auf und baute sich auf, und du denkst ja so, wann passiert jetzt endlich der große Knall? Und der kommt dann wirklich erst am Ende, und das war für mich sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, ich bin da ein sehr ungeduldiger Mensch, was sowas betrifft. Und ja, deswegen war der dritte Teil der Gilde der Jäger für mich ein bisschen schwierig. Ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, ja, ich mag Elena und Raphael, aber es ist jetzt das dritte Buch mit den beiden. So langsam langt es. Also so langsam habe ich echt gerade keine Lust mehr auf Elena und Raphael und ihrem ewigen kein Hin und Her zwischen den beiden. Aber naja, sie ist halt eine Jägerin und er ist halt ein Erzengel, und die beiden schenken sich halt auch nichts. Und diese Diskussion, die beiden immer wieder führen, da denke ich mir dann teilweise auch immer nur so, ja, wir wissen es doch. Und ach ja,
es langt. Und ich bin jetzt echt froh, dass es im vierten Teil nicht mehr um Elena und Raphael geht, sondern um Dimitri. Da freue ich mich schon sehr drauf, das Ganze zu lesen, denn wie gesagt, es war jetzt der dritte Band mit den beiden und ich habe einfach das Gefühl gehabt, es reicht. Zum Inhalt kann ich ja nicht allzu viel sagen, da die ersten drei Bände wirklich so komplett hintereinander hängen. Ich kann nur grob sagen, in diesem dritten Band geht es darum, dass ein schlafender Urengel, also das ist ja sowieso, es gibt Engel, es gibt Erzengel, dann gibt es die Urerzengel, dann gibt es die ganz, ganz alten Engel und wenn die erwachen, ist Chaos. Und es ist so, dass im dritten Band einer dieser ganz, ganz alten Engel erwacht und dadurch gerät die Welt so ein bisschen aus den Fugen. Es gibt Überschwemmungen und Stürme und Tornados und Vampire spielen verrückt und greifen einfach irgendwelche Menschen an und alle benehmen sich merkwürdig und ja, das deutet halt wie gesagt auf ein Erwachen so eines Urerz-mega-großen alten Engels hin und ja, und das ist nicht einfach nur irgendeiner von diesen ganz, ganz alten Engeln, sondern die Mutter von Raphael. Und ja, was dann halt es mit diesem Erwachen auf sich hat und die ganzen Sachen, die da noch drumherum passieren und die Welt, die verrückt spielt, wie die alle damit umgehen und klarkommen, das ist es halt, worum es im dritten Teil so schlussendlich geht. Und wie gesagt, es war halt wirklich schwierig im dritten Teil von der Handlung her, weil wirklich erst auf den letzten 50 Seiten dann mal was so zu dieser eigentlichen Geschichte passiert ist. Dieses ganze restliche Buch beschäftigt sich wirklich nur mit diesen Katastrophen und diesem ganzen Drumherum. Und das war so ein bisschen so, ja, es war einfach ein bisschen nervig und viel und hat mich gestört. Aber ich habe das dritte Buch jetzt gelesen. Es ist definitiv nicht mein Lieblingsteil der Reihe, das kann ich jetzt schon sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den vierten Teil. Ansonsten, Setting war wieder richtig gut. Die Geschichte spielt ja in New York, teilweise noch an so ein, zwei anderen Orten. Und ja, vom Setting her kann ich mich nicht beschweren. Der Liesing beschreibt einfach alles ganz, ganz toll. Und auch der Schreibstil hier war wieder richtig, richtig gut. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den vierten Teil. Und bin gespannt, was es so mit Dimitri auf sich hat. Und was jetzt auch gerade hier so im Haupthandlungsstrang dann alles noch passiert. Denn der wird ja weiter fortgesetzt in den nächsten Büchern. Und ja, Engelsblut, wie gesagt, war ein eher schwieriger Teil der Gilde der Jäger für mich, aber es war eine gute, solide Geschichte von Nalini Singh. Sie war jetzt nicht schlecht, aber für mich halt einfach zu sehr Kaugummi. Und ja, ich kann euch die Gilde der Jäger, wenn ihr Engelsgeschichten mögt, auch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Lest auf jeden Fall den ersten Band zuerst, denn auch hier bei dieser Reihe könnt ihr nicht einfach irgendwo mittendrin einsteigen, denn sonst versteht ihr das, glaube ich, einfach nicht. Es ist wie mit der Gestaltmantelreihe, die muss man einfach wirklich für sich vom ersten Band an komplett antun und reinkommen und dann versteht man das auch alles, dann versteht man auch diese ganzen Intrigen und Zusammenhänge, denn wenn man hier einfach sagt, okay, steigt beim dritten oder vierten Band ein, denke ich mal, wird das sehr, sehr schwierig und ja, deswegen ist es eine Reihe, die man auf jeden Fall am Stück lesen sollte und mehr gibt es zu diesem Buch auch nicht zu sagen. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher und wie immer gilt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ja, mehr gibt es zu diesen Büchern auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.